Ja, da sind wir auch schon wieder bei meinem Let's Play von GTA 2. Ja, wir machen jetzt mal diese tolle, spannende Mission. Und ja, warte, hier war noch ein Herz. Das könnte ich auch mal aufnehmen. Ah, ein Gefängnis, Freidings. Kann auch nicht schaden. Ja, wir brauchen einen Polizeiwagen, den wir uns natürlich sofort holen werden. Was ich dann allerdings damit machen muss, weiß ich nicht. Aber es wird uns garantiert gesagt. So, Carter aus dem Gefängnis freikommen. Komm, Mull. Na gut. Warum auch immer da eine Null hinter war, ist ja auch egal. Einen Polizeiwagen zu bekommen, das sollte für uns ja nicht das Problem sein. Mal gucken. Guck, schon. Haben wir die Polizei? Na komm, steig ein. So, beeile dich und liefere den Polizeiwagen bei den Kränen ab. Ja, kein Problem. Wupps. Boah, der hat Glück gehabt. Der hat richtig Glück gehabt. Lackaffe. Also im Sinne von, egal. Na, weg da. Die haben weniger Glück gehabt. Ey, hört auf mich zu schießen. Hab doch gar nichts gemacht. So. Da ist. Verliere keine Zeit. So. Na, lass mich in Ruhe. Du blöder Bulle. Hau ja ab. Und jetzt? Guck mal, da nimmt er schon direkt den zweiten. Ich würde den ja gerne abschießen, aber da habe ich keine Lust drauf. So, und jetzt? Wow. Gute Arbeit. Lass noch ein paar Polizeiwagen verschrotten. Damit die Message auch richtig ankommt. Ja. Perfekt. Upsala. Ja. Wo haben wir denn mal ein paar? Dann, wenn man welche braucht, kommen natürlich keine. Hallo. Ah, ein Auto. Uninteressant. Du bist zu langsam. Beschaff mir sofort einen Polizeiwagen. Ja. Würde ich ja gerne. Ah, da haben wir ja schon einen. Hoppala. Ja gut. Zwei Sterne, auch kein Problem. Macht ja jetzt nicht so viel Unterschied. So. Ich hoffe, drei reichen. Das ging ja jetzt doch schon relativ perfekt. Reicht das? Na komm. Den kriegst du ja wohl. Ja, genau. Fahrt euch gegenseitig um. So, das müsste reichen, aber allemal. Job erledigt. Ja, wunderbar. Hey. Gut, dass ich da nicht eingestiegen bin. Hey. Ja. Dummerchen. Okay, wieso auch immer ich jetzt bei den roten. Ach nö. Hab ich den ein bisschen getroffen? Na gut, bleibe ich bei den Orangen. Auch wenn ich dachte, ich mache hier Mafia-Missionen. Egal. Fass das nicht an, zieh Leine. Hä? Was? Was war denn da? Da gucke ich doch glatt nochmal nach. Wo denn? Was ist denn hier? Fass das nicht an, zieh Leine. Upsala. Warum sind die so aggressiv? Ist ja schlimm. Ja, perfekt. So, hier ist schon mal sehr gut. Oder auch nicht.
Ja, die Mission war ja sehr gut mit 3, 4 Polizeiwagen da gewesen. Und auch schön Stress gemacht. Perfekt, so. Jetzt kann er mich mal am Arsch lecken, ich renne einfach weg. Kann er machen, was er will. Am besten wäre natürlich mich in Ruhe lassen. Ach, keiner gesehen. So muss das auch sein. Gut, nehmen wir mal wieder das Herz hier auf. Von einigen Leuten habe ich gehört, dass sie bestimmte Missionen sehen wollen. Vielleicht werde ich später mal einen Part machen, wo ich dann immer nur diverse Missionen zeigen werde. Also nur von den Zaibatsus, nur von den Karishigas oder wie auch immer die jetzt hier heißen. Das ist mir relativ wurscht. Ja, Connecting. Grasshopper, ich bin Sunbeam. Die Zaibatsus bauen ein Einkaufszentrum auf heiligen Krishna-Land. Stattet in ihrem Bauhof einen Besuch ab und setze der Zerstörung ein Ende. Boah, das hört sich nach viel Krabum und Explosion an. Ach, Menno. Ist aber schade, dass ich davon nur einen habe. Aber sehr schön ist schon mal, dass wir jetzt den Zweifach-Multiplikator haben. Ein wunderbares Fahrzeug steht da auch noch. So, immer kräftig hupen, damit die auch mal aus dem Weg gehen. Musst du hupen, musst du da. Na, den Killerwahn nehmen wir mal nicht auf. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Weg da. Ich habe den dickeren Wagen auf jeden Fall. Ist gut. So. Ich dachte eigentlich, dass ich hier bei den Russen irgendwie Mission mache. Ist leider nicht der Fall. Aber macht ja nichts. Wir fahren erstmal wieder hier durch die Gegend. Tuckern durch. Tuck, tuck, tuck. Ja. Oh, Glück gehabt, dass ich die nicht gerammt habe. Hm. Polizei ist in dieser Mission bestimmt nicht sehr hilfreich. Bin dann sogar eher im Gegenteil. Ja, wir folgen erstmal nur dem Pfeil. Und gleich geht's hier runter. Upsala. Ich habe den dickeren Wagen. Und zwar auf jeden Fall. So. Ja, verschlossen. Mit Leo the Locksmith geöffnet werden. Er ist gerade bei den Wassertür. Da! Du solltest ihn also dort finden können. Sprich, ich muss jetzt erstmal wieder den ganzen Weg zurücktuckern. Weil wenn ich Glück habe, ist er sogar in diesem Mafia-Gebiet. Die mit dem roten Stern. Rote Armee-Fraktion, RAF. Wie man es nennen will. Langsamer Wagen. Aber schön, dass wir schon mal... 1% ist es ja nicht mal. 0,1% von dem Spiel geschafft haben, von diesem Level. 5 Millionen müssen wir ja kriegen. Obwohl, dann haben wir ja schon 1%. Ha! Ja, Mathe und ich sind nicht die besten Freunde. Was wahrscheinlich jetzt auch wieder falsch war. Ach, nagelt mich da nicht drauf fest. Bla bla bla, alles das Gleiche. Wir fahren jetzt erstmal hier zu dem Typen hin und dann wird alles gut. Oh nein, ich bin in dem bösen Gebiet. Gefällt mir nicht. Lass mich durch. Ich muss jetzt hier rein. Aha, kann ich natürlich nicht lang. So. Mehr oder weniger. Es ist täglich, dass hier einer langfährt mit dem Geldtransporter und... Ach Gott, muss ich da jetzt wirklich hoch? Nö, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Na. Ist doch schlimm. Immerhin ist mein Wagen stabil genug, so dass ich
mir jetzt nicht die großen Sorgen machen muss, hier irgendwie zu verrecken oder... Oh, aber er ist lahm. Immer kräftig hupen, wa? Ja, toll. Vielleicht hilft es mir, wenn ich da lang fahre. Schaden kann ich nicht, weil jetzt bin ich schon so die ganze Zeit durch die Gegend gekurvt. Aber hier sieht es auch nicht besser aus. Oh. Hm. Nein, auch nicht besser. Ja, Zack. Gut, dann fahren wir halt da den Weg so lang wie gefordert oder eben auch nicht. Ganz ruhig, ich mach nix. Ah, nur weil ich hier wieder ein bisschen Respekt verspielt habe. Echt schlimm sowas. Gut, die folgen mir immerhin nicht nach oben. Den muss ich ansprechen. So. Was muss ich da? Boom. So. Gut. Da muss man den Generator zerstören und zack, hilft der einem auch. Was ist das denn für ein Ei? Voll der Überläufer. Gefällt mir nicht. Warum ist das so eine Sausack? Nee, nee du. Da, steig da ein. So. Und der Kopf braucht mir gar nicht nach hinterher zu laufen, ey. Fiese Sausack da. Da möchte ich nichts zu tun haben. Na, weg da. Geht das da unten weiter? Ja, wunderbar. Ja, der Wagen, der ist doch schon mal etwas besser. Ungefähr doppelt so schnell. Dreimal? Ich weiß nicht. Schnell eben. Angenehm schnell. Wobei ich gleich, wenn ich da höre, muss zerstören. Dies und das und jenes. Gefällt mir dann schon wieder nicht. Oh. Gut, er öffnet die Tür. So, ja, ich renne jetzt erstmal nur ein bisschen rum vor den Bullen weg. Alles, was jetzt auf mich zukommt, werde ich eh erst schießen. So. Oh. Gefährlich. Gefällt mir nicht. Ja, Warum ist das denn hier so verschachtelt? Hat bestimmt seinen Grund. Da. Bumm. Darauf kannst du einen ablassen, Mönch. Ah, toll. Bäm, habe ich ihn zerstört. Zerstöre einen umweltverschmutzenden Zaibatsu-Truck. Wo habt ihr den denn? So. Upsala. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Der umweltverschmutzende Zaibatsu-Truck. Aua. Der ist böse. Autsch. Da haben wir. Aber der Part ist leider zu Ende. Von daher sage ich mal, bis später. Ciao.